Wunderbar, dann sind wir vollzählig und können starten mit der Pressekonferenz nach dem Spiel SV Rödinghausen gegen den VfB Homberg. Ja, 2:0 Sieg für den SV Rödinghausen vor 832 Zuschauern. Doppelpack von Simon Engelmann am heutigen Abend. Ja, Herr Janssen, ich würde Sie bitten, zunächst einmal das Spiel aus Ihrer Sicht. Ja, danke schön. Herzlich. Schönen guten Abend alle zusammen. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Enrico. Das habe ich dir gerade schon persönlich gesagt, ist mir auch immer wichtig, dass wir als faire Verlierer hier gehen. Ich denke auch verdiente Verlierer, gar keine Frage, oder jeder verdiente Sieger sich immer besser an. Ich fange heute mal anders an als sonst. Meine Gedanken sind seit der Hinfahrt bei meinem Spieler Ahmad Jafari. Wir haben die bittere Diagnose bekommen, dass er sich im Spiel gegen den 1. FC Köln nach seiner Auswechslung, weil er klar seine Knieverletzung hat, weil leider ist das vordere Kreuzband gerissen. Das ist der nächste Spieler, der uns jetzt sehr, sehr lange ausfällt. Und ja, da wünschen wir auf dem Weg ihm alles Gute. Er weiß, dass wir bei ihm sind, dass er nicht alleine ist mit der schweren Verletzung. Und da sind meine Gedanken natürlich jetzt auch, während der 90 Minuten nicht. Jetzt mache ich noch was, was ich noch nie gemacht habe. Ich sage jetzt mal das, was ich in der Halbzeit zu meinen Jungs gesagt habe. Ich habe gesagt, Jungs, alle den Kopf nach oben, Brust raus. Rödinghausen in der ersten Halbzeit war die beste Mannschaft, gegen die ich jemals als Trainer gecoacht habe. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so stark Fußball gespielt hat. Die Kombinationen, in welchem Tempo die Bälle gespielt wurden, mit welcher Selbstverständlichkeit Bälle verarbeitet wurden, Laufwege selbstverständlich. Ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft, natürlich an den Trainer, der dafür verantwortlich ist, dass sie so spielen. Ich habe gesagt, wenn die so weiterspielen, dann brauchen wir uns über nichts Gedanken machen, dann fahren wir nach Hause, essen was Leckeres, die Mutter von Frank Hilbert hat lecker gekocht, dann ist das eben so. Ich habe gesagt, sollte es so sein, dass der Gegner irgendwie nachlässt, dass der Platz jetzt schlechter wird, dass irgendwo im Passspiel was nicht passt, dann müssen wir da sein, dann müssen wir hellwach sein und dann müssen wir versuchen, irgendwie den Nadelstich zu setzen, weil eine Chance kriegen wir. Und ich rede jetzt nicht über verdient oder nicht verdient. Das Thema ist erledigt. Wenn der Kopfball von Chatay Kahla reingeht, dann ist nicht mehr so lange bei 1-1. Und dann weiß man ja, wie das ist, wenn man so lange dominiert, ja, so lange den Ball hatte, mit dem Ball überragend gespielt hat, und man kriegt einen rein, auf einmal wird ein anderes Spiel. Ja, und dann wäre es möglich gewesen. So habt ihr das zweite Tor gemacht. Wir haben 2:0 beim Tabellenführer verloren. Ich habe Dortmund 4:0 geschlagen, von daher waren wir richtig gut. Nochmal euch alles Gute, Dankeschön. Herr Janssen, vielen Dank für die sympathischen und ehrlichen Worte und ja, Enrico, es geht direkt weiter an dich. Ja, hallo zusammen und danke dir für die lieben Worte, ich gebe das gerne weiter. Das war das erwartet schwierige Spiel für uns. Wir wussten, wie gut der Gegner verteidigt, dass sie schnell umschalten, dass sie gut sind bei Standardsituationen und sie haben uns schon auch bei Standardsituationen richtig gefordert. Und das ist natürlich schwierig, das ist gar kein Vorwurf, wenn der Gegner dann auch viel lange Bälle spielt und immer auf den zweiten Ball geht, das immer so sauber wegzuverteidigen. Boah, das haben die Jungs hinten heute richtig gut gemacht, das ist nicht so einfach. Und ich habe es ähnlich gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Passgenauigkeit hatten, dass wir versucht haben, variabel Fußball zu spielen, dass wir auch in der ersten Halbzeit zwei, drei richtig gute Tormöglichkeiten hatten und der Torwart ist wirklich uns ganz, ganz schwer gemacht hat und immer wieder da war. Und in der zweiten Halbzeit, ja, wussten wir, dass der Gegner natürlich versuchen wird, ein Tor zu schießen und dementsprechend auch ein bisschen forscher verteidigen wird, also höher stehen wird. Und trotzdem ist es so, dann ist es das zweite Spiel innerhalb von 3 Tagen. Der Platz ist auch ein bisschen schwer oder nass und dann werden die Beine schwerer. Und dann musst du trotzdem sauber bleiben und sauber Fußball spielen. Und das haben wir sicherlich nicht mehr ganz so wie in der ersten Halbzeit getan. Trotzdem denke ich, ja, dass wir das konzentriert gespielt haben und dass wir auch in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit hatten, die wir hätten auch zum Tor nutzen müssen. Dann hätten wir den Sack vielleicht schon früher zumachen können. So war es lange spannend und der Kopfball, ja, das sind eben genau diese Spieler, dann kommt der Gegner ein- oder zweimal vor das Tor und dann klingelt es und dann guckt man sich danach komisch an. Aber ja, wir haben es verdient, denke ich, heute gewonnen und Homberg wünsche ich alles Gute für die Saison und natürlich auch für euren verletzten Spieler, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und ich denke, dass ihr das bisher sehr, sehr gut macht. Ich war im Stadion gegen Essen in Duisburg, hat es auch richtig gut gemacht und ich bin mir sicher, wenn ihr einfach den Kopf oben behaltet, dass ihr eure Punkte holen werdet. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt und allen anderen einen
Schönen guten Abend. Danke. Enrico, danke dir für deine Worte. Gibt es noch Fragen von der Presse an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Wir gucken noch schnell auf die anderen Partien am heutigen Abend. Der SDFR gewinnt zu Hause mit 3:0 gegen Gebergisch Gladbach. Lippstadt und Wuppertal trennen sich 1:1 unentschieden. Und der Bonner SC 4:1 gegen die Sportfreunde Lotte. So, das war es dann von uns, von hier. Wir wünschen Ihnen auch natürlich einen schönen Abend, gute Heimreise unseren Gästen aus Homberg. Wir sehen uns in der Rückrunde. Bis dahin. Tschüss.